Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Dieser Mann hatte echten Kultstatus erlangt. In den 60ern als Commander McLean vom Raumschiff Orion. Schauspieler Dietmar Schönherr moderierte außerdem erste Talk- und Spielshows im deutschen Fernsehen, auch hier bei uns im ZDF. Heute dann die traurige Nachricht. Letzte Nacht ist er verstorben. Er ist leise gegangen. Mit 88 Jahren hat Dietmar Schönherr seine Augen für immer geschlossen. In der vergangenen Nacht auf Ibiza in seinem Haus. Eine Umgebung, in der er mit seiner verstorbenen Frau Vivi Bach die schönsten Jahre seines Lebens verbracht hatte. Auch sie starb an diesem vertrauten Ort nach langer Krankheit im April 2013. Nun ist Dietmar Schönherr seiner geliebten Frau gefolgt. Es scheint, als habe er den Verlust nicht überwinden können. Über seine große Liebe sagt er einst: Bei uns ist das eigentlich eine wunderbare Beziehung. Es ist eine große Freundschaft. Das ist einfach eine wunderbare Partnerin. Wir könnten symbiotisch, hat mal ein Freund gesagt, wenn ich euch so beobachte. Also wir könnten untereinander überhaupt nicht auskommen. Ein Paar, das 50 Jahre gemeinsam durchs Leben ging, privat und öffentlich. Denn Dietmar Schönherr und seine dänische Frau Vivi Bach standen auch zusammen vor der Kamera. 1973 schrieb Dietmar Schönherr deutsche Fernsehgeschichte mit Je später der Abend der ersten Talkshow. Kultstatus erreichte Schönherr allerdings schon Mitte der 60er Jahre in der Rolle des Commander Alistair McLean in Raumpatrouille Orion. Um meine Behauptung zu erhärten, dass eine Landung auf Rhea möglich ist, setze ich in wenigen Augenblicken auf Rhea auf. Es gibt offenbar eine Schicht von Menschen, denen das ungeheuer viel bedeutet hat und immer noch bedeutet. Für mich ist das eine Station meines Schauspielerlebens oder meines Lebens. Und das ist, also man darf ja nie die Dinge, die man gemacht hat, hinterher abwerten oder sagen, ach, das ist ja Mist gewesen. Das ist ungerecht, weil man vergisst, was zu dieser Zeit für einen wichtig war. Die Liste seines Schaffens ist lang. Schon mit 17 Jahren spielte er in seinem ersten Film. Er war Synchronsprecher, Regisseur und Schriftsteller. Dafür wurde Schönherr auch mehrfach ausgezeichnet. Mit der Goldenen Kamera und dem Deutschen Fernsehpreis. Immer an seiner Seite Vivi Bach, wie hier 2005. Doch wichtiger als seine beruflichen Erfolge war dem Schauspieler sein soziales Engagement. In Nicaragua baute er ein Kulturzentrum für Kinder. Für sich selbst hatte der gebürtige Österreicher allerdings nur einen Wunsch. Eigentlich ein Leben totaler Freiheit. Und ich wünsche mir eigentlich nur, dass ich noch ein paar Jahre davon habe, ohne größere Schmerzen und ohne große Krankheit. Und ja, das ist, was ich mir wünsche. Nun ist Dietmar Schönherr 15 Monate nach seiner Frau Vivi gegangen. Die beiden waren füreinander der wichtigste Lebensmittelpunkt, denn die Ehe blieb kinderlos. Ohne den anderen waren sie nicht glücklich. Mit 88 Jahren hat Dietmar Schönherr die Bühne des Lebens für immer verlassen.